Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von meinem kleinen Handarbeitstagebuch Paddys Wollzeit. Mein Name ist Patricia und ich wohne im wunderschönen württembergischen Allgäu oder Oberschwaber, sagt man auch dazu. Und wohne dort mit meiner Familie. Ja, ich habe gedacht, ich habe heute mal Zeit und möchte gern zeigen, was ich so die letzte Zeit alles gearbeitet habe. Ja, gehandarbeitet habe. Ja, so gesagt, eher nur gestrickt. ja, es ist ziemlich warm bei uns. Und ja, wir haben heute Donnerstag, den 16.06. Es ist also ein Feiertag. Und ich habe dachte eben, ja, heute habe ich Zeit und möchte einfach gern euch dran teilhaben lassen, was ich so gemacht habe. Viel ist es nicht. Ich habe noch eine Änderung vorgenommen, die ich gern zeigen möchte. Darum habe ich die Jacke nochmal mitgebracht. Und ansonsten würde ich sagen, lege mal los, mal schauen, wie lange es wird. Das kann ich noch nicht sagen. Aber eins davon. Obala, das waren Flaschen 1 nach anderen. Ja, fangen wir gerade mit der Änderung an. Die Jacke habe ich letztes Mal schon gezeigt, dass sie fertig war. Und da waren noch andere Knöpfe dran. Ich habe erst gedacht, mit den anderen Knöpfen, das waren ja welche aus, ich glaube, wie so Kork ähnlich oder so waren die. Hatte ich nur 5 Stück. Und irgendwie war ich danach mit der Lösung nicht zufrieden. Bin dann in Handarbeitsladen, da gibt es so kleine Häkler und dann nachher so Schlingen, wo man das praktisch so einhaken kann. Habe erst probiert, das noch einzunähen und bin aber mit der Lösung absolut nicht zufrieden gewesen. Und dann habe ich einfach gedacht, Mensch, du hast doch noch andere Knöpfe da und das hat tatsächlich auch ein paar Tage noch Arbeit in Anspruch genommen, bis ich wirklich zufrieden war und habe einfach jetzt überall noch Knöpfe hingenäht. Und na klar, meine Häkelschlingen als Verschluss. Hier sieht man sie nochmal. Und bin jetzt total zufrieden mit meiner Lösung. Die Jacke habe ich jetzt schon ein paar Mal angehabt, die passt sehr gut sogar. Und bloß gewaschen habe ich es noch nicht. Aber sollte ich jetzt mal die Tage die Jacke einfach mal in der Waschmaschine waschen. Das ist ja reine Sockenwolle. Für die wo es vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist eine Jacke, die ich selber kreiert habe. Mit Zöpfen links und rechts an den Armen. Der Rest ist einfach nur Sockenwolle, die ich mal zusammengesucht habe. Ich habe relativ viele Sockenwolle, muss ich zugeben. Und habe mir einfach mal die ganzen Blautöne letztes Jahr zusammengesucht und habe eine Strickjacke daraus gemacht. Mit Taschen links und rechts. Und auf der Rückseite verlaufen auch nochmal Zöpfe eben. Da habe ich jede 6. Runde gezapft. Ich habe im Genick hinten verkürzte Reihen eingebaut. Das ist ein ganz einfacher RVO. Ja, genau. Und habe dann hier zum Schluss noch eine Blende eben hingestrickt und war mit der Knopflösung. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das reicht, das passt. Aber ich war dann doch nicht zufrieden und habe mich dann jetzt doch letztendlich dazu entschieden, dass ich einfach nochmal andere Knöpfe hinnehme. Und jetzt bin ich so zufrieden damit und glücklich. Wie gesagt, ich muss sie nur nochmal waschen. Die RVO-Anleitung habe ich nach Thorsten Just Do It gemacht. Der hatte auf justdoit.work oder so hat er einen Rechner für ein RVO und danach habe ich das gemacht. Ja. Genau. Und jetzt ist sie komplett fertig. Ich habe sie schon ein paar Mal getragen und ich mag sie total gern, die Strickjacke. Es sind ja im Moment gerade auch Ferien, beziehungsweise wenn man hat Urlaub und wir waren jetzt diese Woche ein bisschen unterwegs.
Natürlich, und ich habe in der Zeit auch Socken immer dabei gehabt zu stricken. Und natürlich ist bei mir jetzt auch endlich mal ein paar Socken fertig geworden, gerade gestern. Und es ist auch gut, dass die fertig geworden sind, weil ich die herschenken möchte. Mein Sohn hat jetzt bald Geburtstag und da soll er die bekommen zum Geburtstag. Das sind die Socken hier. Beim letzten war ich hier. Also hier, wo der Marker ist. Das ist ein Garn, wo ich schon länger im Wollvorrat habe. Also das ist schon gut abgelagert. Das war mal so ein Pack, das gab es irgendwann mal beim, ich weiß immer was, Aldi, was, Lidl, irgendwo in einem Discounter. Und das ist jetzt übrig von zwei Knäueln. Und wie gesagt, hier war ich beim letzten Mal. Und der andere Sockel ist auch fertig. Der ist gestern fertig geworden. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe, na klar, mit Haare. Wie soll es anders das sein? Ich habe einen Teil mit Nadelspiel beim ersten und danach einen Teil mit den Adi Novell gestrickt, mit den Trios. Und dann aber doch den zweiten komplett mit dem Nadelspiel. Die Novell, das sind die, wo so kleine Nupsis haben. Das sind so ähnlich wie die Trios, wie die normalen. Nur dass die Nadeln viereckig sind. Was habe ich gemacht? Ich habe hier oben 72 Maschen angeschlagen. Die Maschenanzahl brauche ich tatsächlich für die Socken für meinen Sohn. Der lebt auf großem Fuß. Der hat Schuhgröße 5,46. Und also ich habe jetzt hier einen 45er, aber man sieht, hier vorne ist noch Platz. Dann habe ich nach dem Anschlag eine Runde komplett in glatt rechts. Und dann habe ich hier mal ein 1 rechts, 1 links Bündchen gestrickt. Was waren das? So 2,5 cm oder 3,5 cm so in dem Dreh. Also ich bin nicht, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die reinzählt. Nee. Ich gehöre zu der Fraktion, die am liebsten im Zentimeter dahinter her misst. Genau. Dann habe ich 4 rechts, 2 links gestrickt im Schaft. Bis runter zur Ferse. Diesmal ist die Ferse, also der Schaft nicht so lang. Ich habe gedacht, für Sommersocken, weil das ist so ein Baumwollgemisch, brauche ich jetzt nicht die 20 cm, sondern das sind jetzt 17 cm. Das reicht auch völlig aus, finde ich, für eine Sommersocke. Dann habe ich wie immer meine verstärkte Käppchenferse. Auch unten das Käppchen ist verstärkt, so wie ich das eigentlich immer mache. Man sieht es hier, das Käppchen. Immer mit eins heben, eins stricken, eins heben, eins stricken und dann nachher die Rückreihe einfach links und in der nächsten Reihe wird das Ganze einfach versetzt. Und so wird auch das Käppchen gearbeitet. Und dann habe ich unten den Fuß einfach glatt rechts und habe oben das Muster einfach 4 rechts, 2 links weiterlaufen lassen. Habe dann vorne eine ganz einfache Bandspitze gemacht und ich mache es so, dass ich die letzten Maschen, so circa die letzten 4 bis 6 Maschen, die nähe ich zusammen. Viele, die machen ja, die stricken die zusammen, ich nähe sie zusammen. Ich habe das nach einem Video von der Eliza gemacht. Die hat das mal gezeigt, wie man das macht. Das war praktisch. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Am Anfang, wenn man den Faden länger abschneidet, einmal von unten nach oben, die andere Seite auch. Und dann, wenn man wieder zurückkommt, von oben nach unten die Masche fallen lässt und im Gegenzug gleich wieder von unten nach oben die andere Seite von oben nach unten Masche fallen lassen, gut anziehen und gleich wieder von unten nach oben die nächste. Und so geht es immer im Wechsel hin und her. Aber da gibt es ein Video dazu. Und so nähe ich vorne die Maschen zusammen und das sieht dann so aus.
Also ich finde, man sieht nicht viel davon und die sitzen einfach gut. Und so habe ich auch den zweiten Socken gemacht, genau das gleiche Prinzip. Und die Farben sind tatsächlich ja ein Müh dunkler sogar in der Kamera wie in echt. Also in echt sind sie einen kleinen Ticker heller. Vielleicht sieht man es hier. Oh, ja. Das ist der zweite Knäuel. Also ich habe zwei Knäuele oder knapp zwei Knäuele für das Paar Socken gebraucht. Und ich habe nochmal so ein Knäuel da und noch andere Baumwolle. Also da wird es immer wieder jetzt auch mal Baumwollsocken geben bei mir, weil ich das ja gern verarbeiten möchte. Jo. Dann habe ich noch an anderen Socken, na klar, gearbeitet. Und da habe ich den fertigen mitgebracht, um zu zeigen, wie sich das mustert im Gegensatz zu dem zweiten, den ich letztes Mal schon angefangen gezeigt habe, aber nur am Bündchen oben. Und zwar, ich spreche von den Gum-Gum-Socken. Das ist der fertige, den kennt ihr schon. Und hier ist der zweite. Und da war ich, flieg halt, letztes Mal hier. Aber warum ich das mitgebracht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Schaut mal die Veränderung. Es ist genau das gleiche, aber durch das, dass der Anfang praktisch innen drin vom Knäuel war und letztes Mal der eine hier außen, hat sich das verschoben. Aber ich finde das so toll. Und hier unten auch. Es ist einfach anders, aber schön. Ich finde es so toll und eigentlich macht mir die Gum-Gum-Technik total Spaß. Ich bin jetzt bei dem zweiten so weit, dass ich die Ferse anfangen kann. Auch hier die Käppchenferse, die verstärkte. So wie immer. Die Knäule, mit was stricke ich das? Die oberen. Das war ein Unigrün mit Butinette. Das war eine Socke, die ich mal für einen Physiotherapeut gestrickt habe, wo ich in Behandlung war letztes Jahr. Und da war das eine dunkelgrün, man sieht es hier, so ein dunkelgrün. Und das andere war eben von Butinette. Dann die zwei Reste, das sind einmal Socken, die ich für mich jetzt erst gestrickt habe mit Zöpfe. Und das ist ein Garn, wo ich für meinen Sohn auch Socken gestrickt habe. Das müsste ein Online-Garn gewesen sein. Das waren 2x so 50 Gramm Knäule. Und da werden jetzt noch rein verarbeitet. Also insgesamt 6 mit dem Hauptgarn sind 7 Knäule. Also von hier bis hier unten, das Braun rein, das sind schon mal 2. Das hier sind 4 und vorne für die Spitze brauche ich nochmal 2, das sind dann nachher 6. Aber dann nur ein Rest, wie man sieht. Also ganz minimal hier vorne. Ob hier circa das kleine Stück. Und dann nachher die Haupt. Das ist einfach auch von online, das ist so ein wunderschönes Blau, das glänzt, das ist mit Seide sogar. Ja, das hier ist auch ein Butinette. Da hier obere mit dem Braun, da habe ich auch ein Fabi, meinem Sohn, glaube ich, auch Socken daraus. Ja, doch, für ihn. Und das ist Opal. So ähnlich wie so ein Regenbogen. So ähnlich. Mit so ein bisschen Neonfarben. Genau. Und da kommt jetzt eben die Käppchenferse hin. Und da mache ich das so, dass ich die Fäden jetzt nicht abschneide. Ich lasse die an der Seite. Und wie ich das mache mit der Gum-Gum. Normalerweise ist es ja oft so, die Gum-Gum, dass man immer zwei Nadeln strickt, die anderen zwei und wieder. Nee. Den Schmarrgackers mache ich nicht. Gum-Gum ist eigentlich nichts anderes wie die Helix-Methode.
das immer bis vor 3 Maschen abheben. Aber ich mache es noch einfacher. Und zwar, man sieht es jetzt hier ganz gut, hoffe ich. Ich stricke hier der dunkle. Und da der helle, das ist praktisch so der Übergang von der einen, von dem einen Garn zum anderen. Und ich stricke bis eine Masche, bevor ich den Faden abheben muss. Und dann hebe ich einfach die Masche ab, wo praktisch der neue Faden anfängt, und stricke wieder weiter. Bis zu der anderen Masche, wo ich sehe, oh, die muss ich wieder abheben, um weiter stricken zu können. Also, das ist der ganze Trick eigentlich daran an der Gumm-Gumm-Socke. Aber so mache ich das, die anderen stricken bis 2 Maschen vor, heben 2 Maschen oder heben 3 Maschen ab, stricken dann mit der nächsten Farbe wieder die ganze Runde so weit weiter. Ich stricke bis direkt zu der Masche hin, heb die bloß ab, stricke weiter und so weiter im Kreis. So mache ich das. Genau, und da habe ich jetzt noch, ich fange jetzt die Käppchenferse an. Und die fange ich hier an. Das Garn, das ist bis... Moment. Hier, bei der Nadel. Da hört das auf praktisch. Die vierte Nadel, nee, das ist die erste, glaube ich sogar. Und ich fange einfach hier, über die 2 Nadeln fange ich die... Käppchenferse an, wenn ich sie fertig habe, setze ich einfach hier weiter, stricke einfach weiter dann nachher. Ich mache das nicht, dass ich das irgendwie abschneide und neu ansetze. Nö, da wird einfach weiter gestrickt in der Runde. Das funktioniert genauso gut. Ja, wenn Fragen sind, einfach unten in die Kommentare. Ich versuche sie dann nachher zu beantworten im anderen Video dann nachher, falls so mit dem Schreiben das zu kompliziert wäre. Ja, so viel zu der Socke. dann habe ich nur noch eins und da würde ich denken, was ist denn da passiert? Meine Dagi-Jacke. Die Dagi-Jacke ist eine Kaufanleitung, was ich weiß von Knit for Passion. Und ich habe jetzt nur die Anleitung nicht dabei. Und ja, es war mal ein Teil von dem Ärmel. Ich habe tatsächlich auftrennen müssen, weil mir die Jacke zu groß war. Ich habe, hier ist es, ein ganzes Stück nochmal aufgetrennt. Auch die Ärmel habe ich nochmal einige Runden gekürzt. Habe die Maschen neu aufgenommen und habe seit dem Auftrennen das Stück hier gestrickt. Ich habe es anprobiert und es sah an mir aus wie ein Sack. Dann habe ich gedacht, nee, so kann ich das nicht lassen. Das geht nicht, das will ich nicht. Ich bin nachher nur unglücklich, wenn die Jacke nicht passt. Und so habe ich mich dazu entschieden, anstatt alles komplett aufzumachen, nur ein Teil. Auch mit dem Arm, das ist ja auch eigentlich nur ein RVO. Man sieht es hier wunderschön an der Raklan-Linie hier, die Raklan-Schräge. Und habe dann die Maschen nochmal neu aufgenommen. Unter den Achseln habe ich keine Zunahmen gemacht, ich habe einfach nur drüber gestrickt und das passt mir. Und bin jetzt eben dabei, das erstmal den Körper so weit runter zu stricken. Ich mache das ja mit einer Steak-Kante. Ich möchte das Steaken mal ausprobieren. Habe ich jetzt noch nie gemacht. Und ich finde, es ist eigentlich keine schlechte Idee, das einfach mal auszuprobieren. Und die Steak-Kante sieht man hier. Moment. Hier, genau. Hier habe ich jeweils eine linke Masche. Und dann dazwischen ist hier die Reihe. Genau. Ja.
Die Wolle, das ist eine Finkhof-Wolle von der Schäfereigenossenschaft Finkhof in Arnach. Das ist ja nicht weit weg von mir, eigentlich gerade ums Eck. Und da bin ich jetzt eben dran, das zum Runterstricken. Die Arme waren ja im Colorblock auch schon. Das habe ich auch, wie gesagt, aufgetrennt dadurch. Und ich werde, ich habe das letztes Mal, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, habe ich ja leider auch mit einer Dreier die Arme gestrickt, anstatt dass ich mit dem Colorblock eine halbe Nadelstärke hochgehe. Mit einer 3,5er. Und ich werde das nächste Mal, wenn ich den Arm dann mal stricke, werde ich den tatsächlich mit einer 3,5er stricken, und dass das Colorblock einfach lockerer wird und nicht so eng am Arm sitzt. Ja. Und soweit bin ich. Klar, ich habe es jetzt auf einer kleinen Nadel, aber ich mag das lieber in einer kleineren Nadel, wie mit so einem Riesen. Stricken tue ich das Ganze mit einer Dreiernadel von Haier, die Haier Sharp, Haier, mit dem blauen Seil. Und strickt sich eigentlich ganz gut. Es wird dann nachher noch eine Kapuze hier geformt. Also man nimmt nachher hier die Maschen auf. Ja, das kann man ja sagen. Und da kommt dann nachher noch eine Kapuze dran. Genau. Und unten am Körper kommt noch ein Colorwork dran und an den Arm. Und ich möchte jetzt erstmal den Körper soweit fertig machen und dann. Ja, der Rest. Aber es dauert jetzt erstmal noch. Jetzt geht es erstmal nur in eine Runde runter. Mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Abnahmen machen muss. Das sehe ich dann. Jo. Und das ist eigentlich alles, was passiert ist bei mir. Mehr nicht. Wie gesagt, die Jacke hat noch mal ein paar Tage in Anspruch genommen, weil ich da einfach noch nicht so glücklich war mit der Lösung und rum und um überlegt habe. Was mache ich, was mache ich nicht, wie löse ich das, wie löse ich das nicht. Und jetzt, wie gesagt, ist es endlich fertig und ich bin total glücklich darüber. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, wir waren mit dem Bodo, Quatsch, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Aber fragt nicht. Zum Teil, die Züge sind so voll, du kommst hier vor wie eine Sardine in der Büchse, so richtig so Stapel. Wir sind zweimal gefahren. Beim ersten Mal, wir sind jeweils nach Lindau runtergefahren. Da ging es eigentlich bei der Hinfahrt, da ging es, da war der Zug eigentlich immer relativ leer. Man hat gut sitzen können, da war es nicht so. Aber auf der Rückfahrt, meistens von Lindau wieder zurück, war schon so voll, und dass Leute wirklich gestanden sind. Weil man hat sogar gestern, wir sind gestern eben auch gefahren mit dem 9-Euro-Ticket. Es rendiert sich wirklich, aber man muss halt damit rechnen, dass die Züge brechend voll sind. Hat bei meinem Mann sogar für eine Dame einen Platz frei gemacht, weil wir nur noch zwei Haltestelle fahren mussten. Und ja, es war eigentlich total schön, also wenn man das gerade aussitzen kann. Man spart da schon eigentlich Geld, und man muss aber damit rechnen, dass die Züge einfach voll sind. Ja, und in der Zeit habe ich halt eben meistens Socken dabei zum Stricken, und darum sind die einen auch fertig geworden. Ja, oh, wir waren eben in Lindau mit dem Zug, weil da kann ich eigentlich fast nur mit dem Zug hin, weil die Parkplätze, entweder sind sie komplett voll. Dass du überhaupt keinen kriegst, oder du musst Glück haben, dass du einen kriegst. Und ja, das ist halt doch ein Touristenpunkt, da sind eben viele, und ja, genau. Und sonst waren wir auch schon zwischendurch mal in Friedrichshafen wieder unten. Ja, aber ansonsten haben wir eigentlich nicht viel soweit zu erzählen. Ja, ich war auch erkältet die letzte Woche. Da war dann nachher mal zwischendurch nicht so viel mit Handarbeiten. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ist alles beim Alten. Genau. Ja, ich möchte euch
eigentlich jetzt nur noch ganz viel Spaß zu wünschen beim Handarbeiten. Habt eine schöne Sommerzeit. Genießt die Wärme, wenn ihr könnt. Ich habe noch mit den Pollen zu kämpfen. Also man hört es auch noch an der Stimme, das ist noch ein bisschen Erkältung und es sind auch die Pollen mit. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Zeit. Manche sind ja vielleicht im Urlaub oder gehen vielleicht an, manche nehmen der Saison in Urlaub. Allen wünsche ich ganz viel Spaß. Allen anderen einfach bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.